Das ist ein Schmackofatz. Meme-Container. Das ist jetzt kein Eukalyptus oder sowas, aber vielleicht so ein bisschen wie Zirbenholz. Ja. Das ist aber typisch irisch, oder? Aber schön. Diese extremen Fruchtnoten. Schöne Fruchtnoten. Und auch ein gut eingebunden. Sehr langer Abgang im Vergleich zum ersten. Ja. Aber der hat wirklich, oh ja. Und das Holz kommt. Den lassen wir noch ein bisschen atmen. Und wir haben einen sehr schönen passenden Götterfunken gefunden. Denn wie gesagt, wir haben hier St. Kevin und um St. Kevin rangen sich viele Legenden ein. Rühler Whiskyhaus bei Marco Bonn geht zu Ende. Hier auf der Dachterrasse. Die Sonne neigt sich auch. Es wird langsam dämmerig, nicht nur im Kopf, nach zahlreichen Whiskyproben. Ist ein angenehmer Rauch. Der Geschmack der ersten Züge bestätigt das Holzige, auch ein bisschen Leder. Es ist ein eher trockener Rauch. Es ist ein bisschen merkwürdig. Er hat was Cremiges und ist gleichzeitig trocken. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist ein bisschen verrückt. DOV, du und dein Kumpel liebt Alkohol. Oh, das ist interessant, oder? Mein lieber Mann. Unglaublich. Oh. Die Optik, das Anfühlverhalten ist wunderschön. Boah. Wisst ihr, wie das riecht? Das riecht wie Urin. Leichte, ja, schmackhafte Säure, die den Speichelfluss anregt und die immer noch vorhandene Süße, die jetzt so in Karamellsüße übergegangen ist, sehr schön kontrastiert und dieses Wechselspiel zwischen gerösteten Walnüssen, Erde, Zeder, Gewürzen, die immer noch vorhanden sind und dieser den Röstaromen, dieser Säure, das ist ein doch schon großes Bouquet, was hier kreiert worden ist. Leicht herbal, bisschen Gras, süßliches Gras. Lange habe ich nichts von mir hören lassen und ich war und bin mir auch überhaupt nicht im Klaren, ob ich diesen Kanal so weiter oder überhaupt weiter betreiben möchte. Die zahlreichen freundlichen Kommentare und Nachrichten von Ihnen haben mich aber dazu bewegt, jetzt doch einmal wieder ein Video zu drehen und mich vielleicht über die Gründe meines längeren Schweigens etwas zu erklären, denn ehrlicherweise hatte dies nicht nur mit der mangelnden Zeit zu tun. Aber das mache ich natürlich nicht, ohne eine Zigarre für Sie zu verkosten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Götterfunken, Genuss für Geist und Gaumen. Heute wieder ein Spezial mit Gast, lieber David. Nein, es ist nicht David. David hat sich keine Schönheitsoperation unterzogen. Frucht habe ich. Intensive. Der Apfel, den du schon im Geruch angesprochen hast. Jetzt kommt ja später dieser unreife, ist ganz grüne deutlich Apfel. Ja, unreif weiß ich nicht mal, so ein erfrischender, so ein Granny Smith oder sowas. Ja, noch so knackig finde ich den sehr saftig. Und bei mir, astringierend würde ich sagen, zieht sich ein bisschen bei mir zusammen im Mundraum. Mhm. Denken Sie am Ende wie immer daran, manchmal ist eine Zigarre auch einfach nur eine Zigarre. Aber wie ich finde, und da hat der Designer gut aufgepasst, mit diesem Jugendstil-Ornament sehr gut einhergeht. Also so etwas leicht verspielt, blumig, kräuterhaftes, dann diesem Grün, das ist eigentlich recht gut zusammen komponiert. Was sagt dir die Nase jetzt nach einer gewissen Zeit? Ich finde, das Holz geht zurück. Die Nase gefällt mir sehr, sehr gut. Etwas mehr gleich. Zunächst aber die Eckdaten unserer Zigarre. Die Toro weist eine Länge von 15,24 cm aus.
auf und ein Ringmaß von 52, also ein Durchmesser von knapp über 2 Zentimetern. Das Oh, das ist interessant, oder? Mein lieber Mann. Unglaublich. Oh. Er ist sehr voll und voluminös. Ja, und er hat so eine schöne ölige Textur, also wirklich sahnig-ölige Textur. Ich finde auch das Mundgefühl sehr, sehr interessant. Das Mundgefühl ist wirklich toll. Und geschmacklich? Da ist ordentlich Aroma hinter. Vielleicht noch zum Griffin. Diese Zigarre hat eine Länge von 12,7 cm und einen Durchmesser von 2 cm, was also einem Ringmaß von 50 entspricht. Das ist also ein klassisches Robusto-Format. Und dann schauen wir mal, wie der übrigens sehr schöne blaue Abbrand, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, daherkommt. Ja. Erzähle die Seifenblase, Sie kennen vielleicht heute noch Träume zerplatzen wie Seifenblasen oder Wünsche zerplatzen wie Seifenblasen. Schon in der Antike galt das Sprichwort, der Mensch ist wie eine Seifenblase. Lucian verwendet es schon. Später dann bei uns in Europa, Erasmus in Europa. Ja gut, die antike Lucian war auch Europa. Mein lieber Scholli. Unglaublich. Das ist. Und es ist nicht der Alkohol, der einem die Tränen in die Augen treibt. Jedenfalls nicht alleine. Es ist wirklich der Geschmack. Nicht endender Abgang. Unglaublich. Ja, aber auch erstmal diese Kirschnote, diese untertönige Schokolade ist da mit bei. Ins Lingerie. Süße. Klar. Erst Süße und dann Rauch, oder? Erst ein bisschen Pfeffer, leichtes Brezeln. Ja, Pfeffer habe ich auch. Aber dann kommt eine unglaubliche Süße, fast so eine kompottartige Süße. Ja, aber Pflaumen habe ich noch. Trockenpflaumen, ne? Eher so Dörrobst, also so ein bisschen. Pflaumenmus. Und dann unterlegt, aber immer noch kräftig von Rauch und Feuer. Und die 51,2 Volumenprozent, so, ich fand sie jetzt nicht. Man kann ihn pur trinken. Vielleicht öffnet er sich noch ein bisschen mit Wasser. Können wir nachher mal probieren. Mhm. Aber es ist schon, der erste Schluck sagt mehr. Ne?